So, jetzt aber. Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu Bermuda Lost Survival. Ja, ich wollte ja eigentlich, habe ich ja neulich gesagt, nachdem ich mal wieder was Neues aufgenommen habe, als dieses große Update rauskam, habe ich ja gesagt, ich wollte erstmal ein bisschen reinstarten, so dass man nachher ein bisschen entspannter ist und auch alles zeigen kann. Und ja, jetzt komme ich hier rein und kann nicht auf Continue klicken, denn es gab ein weiteres Update. Und hier am 15.05.2018. Und ja, es gibt wieder einige neue Sachen. Und ich denke, wir starten einfach mal rein und gucken uns das an, was wir denn so finden und sehen. Und ja, ansonsten werde ich natürlich trotzdem ein klein bisschen hier nebenbei starten, spielen, was man so braucht, Materialien sammeln. Und hoffentlich nicht zu abgelenkt sein. Ich würde ungern schon wieder ertrinken. Beziehungsweise beim letzten Mal bin ich ja nicht ertrunken, da hat mich ja der Hai geschnappt. Die ja jetzt auch mit drin sind. Es ist schon... Es wird immer netter. So, ich habe mir auch dieses Mal die Patches aktuell noch nicht angeguckt. Ich will erstmal wieder für mich selbst ein bisschen entdecken und erforschen. Und wenn es dann soweit ist, dass ich jetzt denke für mich, okay, ich habe jetzt alles gesehen, dann gucke ich immer erst nochmal in die Patch Notes oder in die Update Notes, wie auch immer man dazu sagt, rein, um dann halt zu sehen, okay, da habe ich vielleicht doch noch was übersehen, da könnte noch was sein. Und genau, so machen wir das. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das Spiel nicht abgestürzt ist, das wäre sehr, sehr doof. Der Hai bewegt sich noch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, und da sind wir auch schon. So, aktuell sehe ich jetzt so nichts Neues. Wir gucken mal in den Tab-Dingens rein hier. Artifacts, Tools. Ah, wir gucken erstmal bei den Tools durch. Kompass hatten wir beim letzten Mal schon. Habe ich den Hammer schon? Achso, einen Hammer hat man am Anfang schon gleich, das ist ja cool. So, Bermuda Triangle Map, ja, das hatten wir schon. Abilities. Oh, guck mal, hier steht nicht mehr Coming Soon. Da sind Abilities drin. Trained Lung. Ah, sehr cool, dass man länger tauchen kann wahrscheinlich. Das freut mich sehr. So, Equipment. Snorkel. Breathe out resurfing in 30 seconds. Okay, request some script. Oh, das ist aber gut. 30 Sekunden mehr oder weniger. Das ist schon nicht so schlecht. 20% schneller. Also ich glaube, sobald ich mit Essen und so weit durch bin, werde ich mir auf jeden Fall den Schnorchel gönnen. Das ist bei meiner Spielweise, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoller. Oder was heißt Spielweise? Aber bei meiner Affinität dazu, abgelenkt zu werden. Sagen wir es so. Ich glaube, das ist vielleicht der beste Ausdruck dafür. So, wir greifen uns erstmal alles, was wir hier kriegen können, natürlich, wie immer. Und später sondieren wir dann aus, was wir noch Neues brauchen. So, auf jeden Fall kann ich hier so weiter jetzt schon mal aktuell noch nichts Neues sehen. Aber wir haben ja beim letzten Mal echt schon festgestellt, was es alles Neues gibt. Das, oh, da hinten schwimmt schon wieder ein Hai. Wollen wir ein bisschen nach oben. So langsam geht schon wieder die Luft aus hier. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwo Steine finden. Da hinten sind Steine, sehr gut. Steine brauchen wir nämlich auf jeden Fall für die Axt. Und ich würde das auch jedem raten. Also ihr solltet am Anfang wirklich ein bisschen... Ja, ich sag mal, Hektik an den Tag legen. Einfach nur, um so schnell wie möglich eure Grundversorgung zu sichern. Dass ihr quasi autark auf diesem kleinen Floß oder auf den Flößen, Booten, was auch immer man dann nachher hat, Häusern, Hausbooten, überleben kann. Das ist definitiv super wichtig. Und hier in dem Spiel ist es tatsächlich auch wirklich so, dass... ja, man dafür doch sehr bestraft wird, wenn man es halt nicht macht, ne? Also da muss man schon ein bisschen gucken. Oh, hier ganz viele Kisten, auch sehr gut. Dann wollen wir mal eben nach oben schwimmen und gucken, dass wir uns vielleicht schon mit ein bisschen Glück eine Axt eventuell zusammenbauen können.
Muss ich einmal zum Floß zurück. Oh, hier sind ganz viele Fässer, da hinten sind Kisten. Okay, also die Umgebung hier, das ist schon mal richtig gut. Da kann man auf jeden Fall ordentlich was rausholen. Und wie gesagt, wenn ihr halt Richtung Boot schwimmt oder so, dann macht das vielleicht jetzt so wie ich gerade. Nur schnell nochmal ein paar Ressourcen einsammeln. Auch wenn es nur Seegras ist, aber Seide braucht ihr auf jeden Fall. Insofern. So, gucken wir mal. Als allererstes. Achso, Quatsch. Gucken wir mal, dass wir uns eine Axt herstellen können. Tools. Speer, Axt, Unlock. Jawohl, die Axt haben wir. Das ist sehr geil. Denn jetzt können wir anfangen. Richtig sammeln zu gehen. Vor allem hier erstmal die Fässer für Scrap Metal. Leider habe ich noch keine Flasche, ansonsten würde ich jetzt während des Runtertauchens natürlich, wenn kein Seegras da ist oder man es nicht benötigt, würde ich halt Wasser sammeln, denn Wasser braucht man immer. Oh, und schon mal hier alles total sinnvoll einrichten. Guck mal, wenn der weg ist, kann ich gleich nämlich hier weiterhauen. Also immer schon so positionieren, dass man vielleicht ein paar Meter gut macht. Oder vielleicht auch nur einen Meter teilweise, ich weiß es nicht genau. Aber so kann man halt wesentlich besser Ressourcen farmen. Und auch hier zum Beispiel seht ihr, ich gehe jetzt schon mal ein kleines Stück nach oben. Einfach nur, damit, wenn das Ding weg ist, dass ich schnell hochkomme. Ah. Also ich glaube, der Schnorchel ist für mich echt das Nonplusultra. 20% schneller schwimmen ist natürlich auch ganz geil. Ich verstehe auch gerade nicht, vielleicht kommt das noch, ist ja alles noch erst neu auch. Ich verstehe gerade noch nicht so wirklich leider, warum man nicht einen Schnorchel und Flossen zum Beispiel gleichzeitig haben kann. Vielleicht kommt das später, wenn man dann, wenn Level eingebaut sind, dass man dann dem ab Level 10 oder so sagt, okay, jetzt kannst du ein zweites Item haben. Weil das würde ja absolut nur Sinn machen. Denn ich sag mal jetzt wirklich, Schnorchel am Kopf und Flossen an den Füßen, das sind Sachen, die schneiden sich jetzt eigentlich nicht wirklich, ne? Also da. Da hinten ist das Floß. Oh, ich muss hoch. Da sind nochmal Steine, die hole ich mir jetzt auch nochmal. Ah, da unten sind auch nochmal Fässer. Ja, den einen Stein lasse ich liegen und schwimme lieber erstmal hier lang, um zu schnappen, was zu schnappen ist. Okay. Und immer so im Kreis um das Seegras rumschwimmen, da kann man noch ordentlich was mitnehmen, während man auf dem Weg nach oben ist. So, ich gucke jetzt eben mal, was ich alles herstellen kann. Ich bräuchte auf jeden Fall erstmal eine kleine Plattform. Und einen Speer brauche ich auch noch. So, erstmal aufs Boot. Ich weiß nicht, wie aggressiv die Haie hier sind oder werden können. Das geht noch nicht, dafür brauche ich erstmal Rope. Gut, Rope ist natürlich so eine Sache, dafür brauchen wir tatsächlich erstmal eine kleine Plattform. So, komm mal her. Oh, guck mal, ich habe Notfallreserven gefunden in dem einen Beutel drin. Das freut mich sehr. So, was brauche ich hier? 12 Sticks, 12 Planks. Oh, ich brauche Sticks. Okay. Unter mir ist natürlich genau ein Schiffswrack. Das ist super praktisch. Da kann ich denn jetzt hier mal eben Sticks. Na, warte mal, ich gucke mal erstmal hier. Ich weiß, ich brauche zwar keine Planks, aber wenn ich da vorbeifahre, schwimme, dann nehme ich sie natürlich auch mit. So, ja. Also auf der einen Seite muss ich sagen, würde ich mir ein klein bisschen weniger Hektik am Anfang schon wünschen, gerade was so Essen, Trinken angeht. Aber dadurch, dass man natürlich auch jetzt in diesen Plastiksäcken zum Beispiel ja, Essen finden kann, ist es schon ein ganz klein bisschen entschärft und
Man hat ja auch noch ein paar Notfallreserven an Bord. Insofern. Oh, ich muss hoch. Oh, ich muss ganz schnell hoch. Oh, komm, 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 komm. So, mal gucken, ob das schon reicht. Ach, ich muss ja immer in die Kiste rein hier. Ja, ich kann die erste Plattform bauen. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, dass wir den Hammer in die Hand nehmen und. So, guck mal, also jetzt ist es schön dicht dran, ne? Aber nachher ist es wahrscheinlich wieder weg. Ja, egal, so, wir gucken mal eben, was brauchen wir hier für 4 Planks, 12 Sticks. Oh mein Gott. Okay, nützt aber nichts. Dann müssen wir an dem Schiffswrack jetzt erstmal hier Sticks abbauen. Na, guck mal, hier ist noch einer. Sehr schön. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Oh, da hinten ist noch einer. Sehr gut. Manchmal, ihr müsst auch immer in diese Schiffswracks reingucken. Manchmal liegen da halt noch irgendwelche Kisten oder Fässer zum Beispiel drin, die man dann halt auch noch plündern und looten kann. Ist natürlich auch ganz nett. Also ich glaube, sobald ich diese 30 Sekunden mehr habe, werde ich mich einen Ast freuen, ey. So, wir gucken mal eben. Bauen wir auf jeden Fall hiervon ein. Oh, eine Workbench können wir auch gleich bauen. Super. Dann nehmen wir die natürlich auch gleich mit. Dann haben wir auf jeden Fall die Grundlagen schon mal so zusammen. Also das sind, glaube ich, so die ersten Sachen, die ihr wirklich bauen müsst. Den Seegrastrockner vielleicht noch nicht mal unbedingt wirklich. Nein, ah, ich trottel. Ah, fuck. Na, egal. So. Und die Workbench, die kommt dann. Ja, es ist ja egal, dann stellen wir es einfach hin jetzt hier, wie es passt, und dann ist gut. So. Was soll's. Schön brauchen wir nicht, wir müssen überleben. So, guck mal, dann können wir nämlich hier schon mal das Seegras reinballern. Oh, ist wohl eine Menge. 14 Seile, sehr schön. Und in der Zwischenzeit gehen wir natürlich mal wieder auf. Wenn es noch ein weiteres Wrack, das ist sehr cool. Wo habe ich denn gerade eben dieses. Da lagen doch noch irgendwo Fässer rum. Irgendwo habe ich noch Fässer gesehen. Da unten liegen sie. Da wollen wir hin. Scrap Metal brauchen wir definitiv eine Menge. Steine bräuchten wir eigentlich auch noch mal irgendwann. Aber das machen wir dann. Diese Korallen kann man auch abbauen. Dafür gibt es dann wahrscheinlich später auch noch mal Rezepte. Jetzt aktuell, beim letzten Mal habe ich glaube ich noch keine Rezepte dafür gesehen. Das sieht nach einer Höhle aus. Und jetzt wird es auch bald Nacht. Hier unten haben wir nochmal Sticks und Planks. Die sammle ich, glaube ich, auch nochmal ein, wenn ich gerade hier bin. Und dann gucke ich gleich mal, ob ich eventuell schon eine Flasche herstellen kann. Das wäre, glaube ich, auch nochmal relativ sinnvoll. Ja, schon mal Wasservorräte aufstocken hier. Bei Fischen weiß ich noch nicht so genau.
Da muss ich ja erstmal wieder fischen gehen und dann halt keinem Hai begegnen, so wie beim letzten Mal. Gleich ein Fisch aufgespießt, schon kommt der Hai und verputzt mich anstelle des Fisches. Das war ein bisschen kacke. Ich hoffe, das klappt heute besser. Also bevor ich jagen gehe, werde ich auf jeden Fall speichern, sodass ich ein Safe Game habe. Das ist mir beim letzten Mal auch passiert, so dummerweise, dass dann auf einmal alles weg war. Das soll heute gerne anders werden. Ja, ich schwimme ja schon nach oben. Ich schwimme ja schon nach oben. Ich bin auch gleich da. Ich bin auch gleich da. Sehr gut. Hoch. Gucken wir mal. Okay. So. Wir nehmen jetzt mal alles mit und packen das schon mal in die Workbench, weil man hier natürlich viel mehr Rezepte hat, die man bauen kann. Dieser erste Kasten da ist ja nun nicht wirklich sinnvoll. So, wir können schon mal ein Barbecue-Bucket und eine Water Distillery bauen. Das ist cool. Ja, ich glaube, ich fange mit der Water Distillery an. So, ansonsten können wir erstmal nichts weiterbauen, was sinnvoll wäre. Mal gucken, was brauche ich für die Flasche. Scrap Sticks und Rope. So, wir gucken mal. Scrap Sticks und Rope. Ah, da haben wir die Flasche. Sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich anfangen. Nee, Hammer. Wasser zu sammeln, während wir runtertauchen. Ist das nicht Wunderbärchen? So, wir tauchen zu dem Stein da unten. Oder zu den Steinen. Da sind ja mehrere gerade, sehe ich. Das ist gut. Steine haben wir nämlich, glaube ich, nicht mehr so viele. Ja, das erste Wasser. Sehr schön. Von zwei. Sehr gut. Mal gucken wir hier nochmal. Na, kommst du wohl mit? Hier sammeln wir mal schnell. Planken brauchen wir auch, um Feuer zu machen. Insofern finde ich cool, dass man die Flasche übrigens auch in der Hand behalten kann, während man die anderen Sachen einsammelt. So, hier komme ich gleich nochmal wieder hin, um ein bisschen zu sammeln. Und während wir nach oben schwimmen, kriegen wir bestimmt nochmal ein, zwei Wasser zusammen hier. Sehr schön. Und das gleiche machen wir nochmal auf dem Weg nach unten. Und dann. Wo ist es hin? Da. Bisschen dunkel alles. Axt, genau, Axt brauche ich. Ich brauche Planken. Ja, und ihr seht, der Durst geht schneller runter als der Hunger. Insofern ist es, glaube ich, erstmal sinnvoll, auch so diese Reihenfolge, wie ich sie gerade jetzt mache, ne? Erst die Distillerie zu bauen, um halt hier nach Wasser zu gucken. So, und jetzt kann ich natürlich auch wunderbar unter Wasser einfach hier lang schwimmen Richtung Boot. Das sollte man auch immer noch mal im Auge behalten, dass man das so dann vielleicht macht. Zack, und gleich noch mal zwei, drei Wasser hier eingesammelt, was natürlich auch wiederum nicht so schlecht ist. Das können wir mit rausnehmen. Das Wasser, 23 Stück haben wir schon, sehr gut. So, guck mal, dann splitten wir das hier mal auf in, keine Ahnung, wir nehmen 10. Und packen das schon mal in die Destillerie hinein und lassen das laufen, um unser erstes eigenes Wasser zu kredenzen hier. Und ich glaube, diese Animation mit dem Rauch ist auch neu. Finde ich cool. Ein klein bisschen, bringt ein klein bisschen Leben in die Bude. Sehr schön. Das kommt hier nochmal mit rein. Ja, uns geht das Seegras tatsächlich so langsam jetzt wieder aus, ne? Also man sieht so viel
Seile bekommt man da nicht raus. Also versucht am Anfang gerade auch immer Seegras ordentlich mitzunehmen, um dem dann hier vorzubeugen. So, dass euch das irgendwann ausgeht. Die Kohle können wir mal hier hinpacken. Das können wir schon mal gleich benutzen. Ah, damit unser Durst hier ein bisschen reduziert wird. Und ja, da würde ich sagen, speichern wir mal den Kollegen ab hier. So, und ihr seht hier Wrong Version. Die können wir alle mal knicken. Und, ups, ja, okay. So. Resten wir und dann reste ich auch erstmal. Ich muss nämlich gleich arbeiten. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar neue Sachen gesehen und das fand ich jetzt persönlich schon mal wieder sehr, sehr cool hier mit diesem Equipment, was eingebaut wurde. Artifacts, nee, hier Abilities. Oh, guck mal hier. Hold your breath 5 seconds longer. Oh, den habe ich schon. Geil. Arm Strength. Okay, das gibt's auch. Cool. Also ich freue mich auf Sachen, die dann hier. Man bekommt das tatsächlich wirklich durch Übung, sag ich mal. Oder Learning by Doing oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Denn ihr habt ja gesehen, ich habe nichts gelevelt oder sonst irgendwas. Das ist ganz von alleine hochgegangen. Und ja, diese 5 Sekunden, das ist natürlich schon richtig cool. Und ich hoffe mal, dass das hier dann genauso weitergeht auch. Ne? Dass das dann werden wahrscheinlich 10 Sekunden, 15 Sekunden sein oder sowas. Oder 10 und 20. Tippe ich mal jetzt irgendwie auf sowas. Also, aber immerhin, Plus ist Plus und das ist eine wichtige Sache, gerade im Überlebenskampf. So, Leute, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier von Bermuda Lost Survival und demnächst geht es dann weiter mit einer neuen Folge. So, und ich werde mir trotzdem jetzt hier nochmal einen reinhauen, damit unser Charakter hier jetzt Ruhe gibt. Wie sieht's aus? Ja, das sieht ganz gut aus so aktuell. Das können wir so lassen. Ja, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gespaßt, gefallen oder Spaß gemacht. So. Und beim nächsten Mal sehen wir uns ja wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.